In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hey ihr Lieben, es geht weiter mit der Reihe Deine Geschichte. Dieses Video habe ich schon abgedreht. War sehr, sehr emotional. Aber das wurde leider gelöscht. Ich weiß nicht warum. Die Datei war kaputt oder sonst was. So ein Scheiß. Ja, jetzt muss ich das nochmal neu drehen. Ich habe ehrlich gesagt Tränen vergossen. Ich finde sowas total schlimm. Ich lese euch das gleich vor. Vorher wollte ich sagen, wenn ihr auch eure Geschichten erzählen wollt, wenn ihr Tipps haben wollt, unten in den Kommentaren oder von mir persönlich, dann könnt ihr mir gerne eure Geschichten per Instagram schicken. Ich verlinke euch den Namen hier. Oder unten in der Infobox ist meine E-Mail-Adresse. Dorthin könnt ihr natürlich auch eure Nachricht schicken. Ja, die Geschichte ist schon ein bisschen traurig. Die hat mich sehr mitgenommen. Audel war auch geschockt. Audel liest ja auch unsere Nachrichten. Übrigens, alles ist anonym. Und keiner weiß, worum es geht. Keiner weiß, wer diese Person ist. Ja, ich finde es sehr, sehr schlimm. Aber ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Also. Hey, ich habe das auf YouTube gesehen, dass man dir schreiben kann, wenn man ein Problem hat. Und vielleicht kannst du mir ja helfen. Also, ich bin jetzt 14 und im Alter von 3 bis 5 hat mich mein damaliger Stiefvater sexuell belästigt. Ich war damals halt noch sehr klein und wusste nicht, was das ist. Ich dachte halt, das ist normal und ich musste halt auch Sachen machen, die ich heute bereue. Ich habe die Bilder immer noch im Kopf, aber ich habe mit niemandem darüber gesprochen, weil ich selber nicht wusste, ob es stimmt, bis mir das meine Mama vor einem Jahr erzählt hat. Und da habe ich es richtig realisiert, was ich früher über mich ergehen lassen musste. Er hat das immer gemacht, wenn meine Mama auf Arbeit war. Aber dann habe ich ihr mal unsere Geheimnisse erzählt und sie hat sich sofort getrennt. Er hat zwar alles abgestritten, aber in dem Alter, wo ich war, konnte man sich doch sowas nicht ausdenken. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich fühle mich richtig dreckig. Ich verstehe nicht, warum er sowas gemacht hat. Ich war doch noch so klein. Ich habe auch einen Freund, der weiß es auch. Ich will gar nicht wissen, was er von mir denkt. Ich bereue, dass er weiß, auch wenn er es schon wusste. Was? Ich bereue, dass er weiß auch, wenn er es schon vor unserer Beziehung wusste. Ich bin so verzweifelt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich fühle einfach nur Scheiße, ich will das alles vergessen und diese Bilder aus meinem Kopf. Vielleicht kannst du mir helfen. Ja, also das ist bis jetzt die schlimmste Geschichte, die ich lesen musste. Ich finde, sowas geht gar nicht. Sowas kann man weder Stiefvater nennen, noch Mensch, noch irgendwas. Ich finde es ja schon schlimm genug, dass man überhaupt sowas macht. Und der sagt, sowas kann mal passieren, der ist eh nicht normal, den muss man direkt in eine Klapse einsperren oder erhängen. Ja, aber dann ein 3-, 4-, 5-jähriges Kind, dass man sowas erleben muss und sowas als normal sieht, das finde ich total schlimm. Ich kann dir raten, geh zum Psychologen. Ob es was bringt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich war auch einmal beim Psychologen, das könnte ich jetzt offen und ehrlich sagen. Aber als ich dort war damals, dachte ich mir so, ey, wo bin ich hier? Ich bin reingegangen und ich meinte zu der Frau, warum ist denn hier ein Hocker, ein Stuhl, ein Sessel, ein Fernsehen? Also sah genauso aus wie eine Wohnung. Dann meinte die, ja, damit du dich nicht krank fühlst. Dann habe ich gesagt, wenn ich sowas sehe, dann fühle ich mich ja noch beschissener. Also, wisst ihr, wie ich meine? Dann war ich da einmal und nie wieder. Deswegen, ich weiß nicht, also ich kann dir eins garantieren, die Bilder werden niemals aus deinem Kopf gehen, sowas kann man einfach nicht vergessen. Und das ist genauso wie wenn ein Kind mit 4, 5, 6 Jahren geschlagen worden ist, bis zum geht nicht mehr, das wirst du auch niemals vergessen können. Wie soll man denn sowas vergessen? Das hast du einmal durchlebt und das wirst du... Also ich finde, sowas holt einen immer wieder ein in der Zukunft. Also das ist meine Meinung. Klar, kann da jeder anders denken, aber das, was ich damals durchmachen musste oder erlebt habe, das holt mich immer wieder ein. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich darüber nachdenke und sonst was.
Was ich sehr, sehr gut finde, dass deine Mutter sich sofort getrennt hat. Ich meine, es hätte auch sein können, dass deine Mutter gesagt hat, hey, was laberst du? Du warst 3 Jahre alt und du wusstest doch gar nicht, um was es geht, was es überhaupt ist. Das ist ausgedacht und wenn er das jetzt nicht mehr macht, dann ist alles okay. Wisst ihr, wie ich meine? Das hätte sie auch sagen können. Und das finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass deine Mutter sich getrennt hat. Vor sowas habe ich totalen Respekt. Also sowas finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Es gibt einfach Eltern, die machen sowas nicht. Haben wir ja letztens gesehen, in der Türkei ist sowas passiert. Und ja, dass dein Freund hinter dir steht, finde ich auch super, super gut. Weil das ist auch nicht so. Es hätte auch sein, dass der sagt, also es hätte sein können, dass er sagt, hör mal, du hast damals mitgemacht und du bist genauso. Weißt du, wie ich meine? Ich will das. Das soll jetzt nicht scheiße klingen, aber ich finde das super, dass er hinter dir steht, dass er dir hilft. Und glaub mir, wenn du dich bedrückt fühlst, erzähl das keinem. Bitte, bitte erzähl das keinem, weil sowas spricht sich sehr schnell rum. Und wenn du jemanden brauchst, rede mit deiner Mama darüber, rede mit deinem Psychologen, wenn du dahin gehst, darüber oder mit deinem Freund. Aber ich würde auch jetzt nicht zu oft mit meinem Freund darüber reden, weil irgendwann bedrückt das den. Ja, das sind so meine Tipps. Lina ist wach, Leute. Ich beende das Video hier. Ich hoffe, ihr schreibt mir eure Geschichten und ich freue mich über eure Geschichten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück mit deinem Freund. Küss deine Mama von mir, weil so eine Mama musst du einfach auf Händen tragen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.